Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute ist es wieder Zeit für ein neues Update aus meinem künftigen Happy Hühnergarten. Hier hat sich in den letzten Tagen wieder richtig viel getan, vor allem steht jetzt aber mal das Projekt Hühnerstall im Vordergrund. Diese Hütte hinter mir, die soll das künftige Happy Hühner Home werden. Und ja, da ist ziemlich viel Zeug drin, in erster Linie vor allem Möbelstücke und Bretter und halt allerlei Sperrmüll, und das soll jetzt als allererstes mal raus. Dazu gleich mehr. Außerdem will ich euch jetzt auch gleich verraten, was sonst noch in dieser Folge so Thema sein wird. Zum Beispiel wird es wieder Bepflanzungstipps geben. Ich stelle euch wieder ein paar Pflanzen vor, die auch im künftigen Happy Hühnergartenbuch drin sein werden und die natürlich auch hier im neuen Hühnergarten Einzug halten sollen. Und ich verrate euch etwas zu den ersten Hühnern, die hier in meinem neuen Garten einziehen sollen. Hier ist der künftige Hühnerstall noch ein ganz normales Gartenholzhaus, vollgestellt mit allerlei Gartenwerkzeug, Gerätschaften und vor allem zahlreichen verschiedenen Brettern und Baumaterialien. Das muss hier großteils raus. Weil sich zu dem Zeitpunkt auch hinter der Hütte noch ganze Stapel von halbmorschem Holz befanden, kam irgendwann die Idee auf, doch einfach einen Baucontainer kommen zu lassen. Der wurde dann auch gebracht und ja, das Geld war es mir ehrlich gesagt wert, denn der Container wurde ganz schön voll, wie ihr seht, und jetzt ist die Hütte entrümpelt, beziehungsweise von den Dingen befreit, die man sicher nicht mehr brauchen wird. Jetzt kann man sich hier wieder ordentlich rühren, alles sauber machen und für die künftige Hühnerhaltung vorbereiten. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle, die mir tatkräftig geholfen haben. Würde ich mich in ein paar Wochen hier hinsetzen, säße ich mitten im künftigen Hühnerstall. Das Ausräumen des Schuppens hat richtig Spaß gemacht und vor allem der Container hat sich ausgezahlt. Natürlich muss man dafür bezahlen für die Entsorgung, aber man haut halt dann doch viel mehr weg, als wenn man einfach nur so zusammenschlichten würde. Jetzt ist das ganze Altholz mal weg, das nicht gebraucht wird. Das Holz, das vielleicht nochmal Verwendung findet, ist an der Seite des Schuppens gestapelt. Also natürlich habe ich jetzt nicht alles weggeworfen. Und hier kann man sich jetzt schon viel besser vorstellen, wie das alles mal aussehen wird, wenn dann die Hühner hier sind. Ihr könnt es im Hintergrund erkennen. Hinter mir ist jetzt eine Bretterwand, wo zwischen den Brettern ein deutlicher Abstand ist. Also da kommt ordentlich Zugluft durch. Ich werde aber zumindest in Bodenhöhe, wo die Hühner hier rumlaufen, dafür sorgen, dass jetzt keine direkte Zugluft hineinkommt. Ganz allgemein ist es ja eigentlich falsch, dass in einem Hühnerstall gar keine Zugluft sein soll. Die Luft sollte sehr wohl im Stall zirkulieren, allerdings dort, wo die Hühner schlafen, wo sie ihre Sitzplätze haben oder auch an der Futterstelle, wo sie sich viel aufhalten, dort sollte möglichst keine Zugluft sein. Ich habe hier schon eine gute Lösung, wie ich das nämlich von außen isoliere, und dazu aber dann weiter hinten im Video mehr. Diese Hälfte des Schuppens wird künftig das Zuhause meiner Hühner. Ich werde den Schuppen also in der Längsachse einfach halbieren. Der Plan hat sich jetzt also leicht geändert. Vorher wollte ich ja nur ein Eck des Schuppens zum Hühnerstall werden lassen. Jetzt wird es wirklich die Hälfte des Schuppens. Ich blende euch jetzt, würde ich sagen, darum erstmal die Aktualisierung des Hühnerstallplanes ein, damit ihr eine bessere Vorstellung bekommt. Wie ihr sehen könnt, ist der Hühnerstall jetzt also deutlich länger geworden, das bedeutet mehr Scharraum für die Hühner. Außerdem möchte ich einen natürlichen Schlafbaum einbauen, so wie ihr ihn in Folge 126 gesehen habt. Also, ihr habt auf dem Plan gesehen, die Hühner bekommen nochmal deutlich mehr Platz. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, wie halbiere ich den Schuppen? Und da habe ich mir gedacht, Robert, jetzt hast du doch schon diesen Hühnerzaun aus den Rangspalieren gemacht und das ist eigentlich super gegangen, wenn man die so schön mit dem Gitter bespannen kann. Warum nicht auch die Abteile hier im Schuppen aus dem gleichen Zeugs bauen? Das würde heißen, ich mache noch ein paar solche Elemente und montiere die dann hier. Und die kommen dann hier einfach so als Wand her. Das soll also die Trennung werden zwischen Schuppen und Hühnerstall. Und vielleicht mache ich eine sogar so als Schiebetür, die man schön hin und her bewegen kann. Und ja, im letzten Video habe ich euch ja auch schon gesagt, dass ich vorhabe, den Boden noch mit einer PVC-Folie auszukleiden, weil sich die super reinigen lässt.
Und was mir halt noch wichtig ist, nach oben hin natürlich auch nochmal ein Schutz. Einfach falls mal ein Marder oder irgendwas in die Hütte gelangt, dass er nicht direkt in den Stall hineinklettern kann. Dass die Hühner halt wirklich auch im Schuppen nochmal so einen eigenen sicheren Bereich haben. Das Ausarbeiten der Stalltrennwände wird mich in den nächsten Tagen beschäftigen. Weil ihr es gerade schon gesehen habt, hier ist noch so ein Fach unter dem Dach, in dem man künftig Heu und Stroh lagern kann. Echt genial. Ja, und auch außerhalb des Hühnerstalls gibt es rundherum noch viel Arbeit zu erledigen. Zum Beispiel liegen ja noch allerlei Steine herum, aus verschiedensten Materialien. Und das gilt es alles noch wegzuräumen. Auch hinter dem Schuppen, wo vorher das morsche Holz war, wird sich noch einiges umgestalten lassen. In dieser Ecke des Gartens waren schon verschiedene Steinarten, die hier gelagert wurden. Zum Beispiel solche Betonrandleisten, wie sie oft als Beeteinfassung verwendet werden oder als Begrenzung für Pflasterungen. Dann so Betonverbundsteine, wie man sie zum Beispiel für die Pflasterung von Auffahrten verwendet, und verschiedene Natursteine. Im Hühnergarten möchte ich vor allem möglichst natürliche Steinarten verwenden. Darum werde ich vor allem solche Steine einsetzen oder auch zum Beispiel diese Profürplatten, die eignen sich super als Trittsteine in verschiedenen Größen. Die anderen Steine werden aber trotzdem nicht weggeworfen, denn man weiß nie, wann man sie wieder brauchen kann. Die 1 Meter langen Betonrandleisten zum Beispiel eignen sich super, um einen Zaun so auszustatten, dass sich kein Tier unten durchgraben kann. Wenn ich am Hühnerzaun entlang diese Betonleisten einbuddle, dann hat eigentlich kein Fuchs eine Chance, sich da unten durchzugraben. Der Grund, warum ich es nicht gleich mache, ist aber der, dass die Hühner ja in der Nacht sowieso nicht im Auslauf sein sollen, und wenn ein Fuchs hinein möchte, kann er das auch anderweitig schaffen. Aber die werden jetzt einfach mal aufbewahrt, und ja, ich werde jetzt hier in den nächsten Stunden mal für Ordnung sorgen und diese Steine hinter die Hütte verräumen. Der Steinstapel wird immer kleiner. Wenn so Steine jahrelang unter Bäumen gelagert werden, sammelt sich natürlich der Schmutz zwischen den Fugen an. Darum werde ich die Steine jetzt beim Umklauben natürlich auch gleich reinigen. Ich werde die Steine hinter der Hütte jetzt etwas anders aufstapeln, und zwar einen schmäleren Stapel, der dafür höher ist. Und das hat einen guten Grund, dazu erzähle ich euch dann gleich mehr. Ich befinde mich hier jetzt an der Rückseite des künftigen Hühnerstalls, also an der Hinterseite des Schuppens, die zum Wald hingewandt ist. Hier sind all die Steine hingewandert, und das trifft sich jetzt eigentlich doppelt gut, denn zum einen gehen sie jetzt natürlich im Hühnerauslauf nicht mehr in den Weg um, und zum anderen kann man diese Steinstapel auch noch gleichzeitig für die Isolierung des Hühnerstalls nutzen. Genau die Wand, die zum Stall hin ausgerichtet ist, ist nämlich nicht sehr dicht. Da ist zwischen den Brettern ein Abstand von 5 bis 8 mm. Dadurch würde ziemlich viel Zugluft in den Stall reinkommen. Und die Steinstapel lege ich hier jetzt so an, dass in Bodenhöhe, wo die Hühner rumlaufen, keine Zugluft herrscht. An sich will ich die Fugen, also die Abstände zwischen den Brettern, aber so lassen, weil sie einfach wichtig für die Frischluftzufuhr sind. Die meisten Hühnerställe sind meiner Meinung nach viel zu gut abgedichtet. Dass die Fugen genau zum Wald hin sind, trifft sich im Sommer sehr gut, denn die Waldluft ist besonders kühl und hat eine hohe Luftfeuchtigkeit, und dass dann genau hier der Luftaustausch stattfindet, ist eigentlich für die Gesundheit der Hühner sehr zuträglich. Auch mit Milben hat man deutlich weniger Probleme, wenn die Stallluft nicht allzu trocken ist. Beim Ausräumen des Stalles kam auch altes Dämmmaterial wie Styropor und Dämmwolle zum Vorschein. Das gebe ich als Zwischenschicht zwischen Stallwand und Steinstapel. Der Stall ist dadurch also absolut winddicht in diesen Zonen. Ob das, was ich mir da so vorstelle, in puncto Stallisolierung, aber auch Luftzirkulation und so weiter, in der Praxis dann auch wirklich hinhauen wird, ja, das wird sich zeigen. Bestimmt muss man mal was abändern oder optimieren, und dazu wird es dann sicher auch ein Video geben. Vielleicht habe ich aber auch Glück und es haut alles so hin. Die Hühner, die hier künftig einziehen sollen,
werden jedenfalls alles sehr kältetolerante Hühnerrassen sein und es werden sogar alles Rassen sein, die auch in dem Video über die kältetolerantesten Hühnerrassen mit an Bord waren. Die erste Henne, die hier einziehen soll, zu der habe ich schon ein kleines Video vorbereitet und das kommt jetzt im Fortlaufenden. So, ich habe einen kleinen Ortswechsel gemacht. Ich bin hier jetzt im Garten von Hühnerparadies und habe die kleine Amanda auf dem Arm sitzen. Die Amanda ist eine super liebe und zahme Zwergweihendotte und die soll als erstes Huhn bei mir im neuen Hühnergarten einziehen. Natürlich nicht ganz alleine, ich werde schauen, dass es von deinem her so ist, dass auch die anderen Hühner an dem Tag ankommen werden. Aber der Grund, warum ich mich für die Amanda entschieden habe, ist der, dass sie sich bei Verena nicht ganz so gut in die Gruppe eingefügt hat. Sie ist seit letzten Herbst bei Verena und ist seitdem immer so ein bisschen im Abseits eher. Bei mir hat sie dann die Chance, von Anfang an in der neuen Gruppe mit dabei zu sein. Und außerdem haben Zwergweihendotten ja die tolle Eigenschaft, dass sie super glucken sind. Und sie soll dann bei mir zum Beispiel auch die Provaiss Ulkenthaler Küken ausbrüten. Ich hoffe, dass das klappen wird. Letztes Jahr habe ich mir ja gewünscht, dass meine Traudi brütet und sie hat dann auch tatsächlich gebrütet. Also ich habe mal ein gutes Gefühl, dass auch die Amanda bei mir eine super Mutterhenne sein wird. Und ja, in 2 Wochen wird es soweit sein. Da wird die Amanda dann zu mir in den neuen Hühnergarten kommen. Und natürlich gibt es davon auch ein Video. Die Verena wird sie mir vorbeibringen und ihr seht auch Verena dann in dieser Folge wieder. Wie ihr anhand der Ringfarbe sehen könnt, ist die Amanda schon 2 Jahre alt. Das ist für mich kein Problem, denn nach meinen Erfahrungen brüten ältere Hennen besser und sind gute Glucken. Hier seht ihr auch Goldi, eine meiner ehemaligen Hühner. Und warum meine alten Hühner nicht in den neuen Garten mit einziehen, dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Dass die Amanda bei Verena so vereinsamen würde, war eigentlich nicht abzusehen, weil Verena sogar andere Zwergweihendotten in ihrem Bestand hat. Ich bin gespannt, ob es Amanda bei mir besser ergehen wird. Ich glaube aber schon, dass es einen Unterschied macht, wenn ein Huhn von Anfang an in der Gruppe ist und außerdem die Gruppengröße nicht allzu groß ist. Die Amanda hat übrigens, was Happy Huhn anbelangt, schon ihre ganz eigene Geschichte. Unter anderem hat sie für das Titelbild des kommenden Happy Huhn Kalenders gemodelt. Sie ist also mein Kalendergirl und hat da schon bewiesen, dass sie einen super lieben, zahmen Charakter hat. Und ich denke mal, dass ihr sie künftig des Öfteren als meine Co-Moderatorin wiedersehen werdet. Das war also die Amanda, wie ihr gesehen habt, wirklich eine ganz süße Maus und sie gehört zum seltenen Farbschlag Weiß-Blau Columbia. Zwergweihendotten an sich sind ja jetzt nicht so selten, aber in dieser Farbe schon. Ja, und dann kam oft die Frage, ob meine alten Hühner hier auch mit einziehen sollen. Dazu kann ich leider nur ein klares Nein sagen und da steckt auch ein bisschen Ironie dahinter, denn zum Beispiel meine Zwergsulmdaler oder Blumenhenne Sieglinde, die sind ja alle bei Verena. Und während Amanda sich dort überhaupt nicht eingelebt hat, fühlen meine Hühner sich bei Verena super wohl. Sie sind toll integriert in die Gruppe und ich würde sie ganz gerne einfach dort lassen, weil ich es einfach blödsinnig finde, sie dort jetzt wieder rauszunehmen. Bei Verena haben sie es gut und ich sehe sie außerdem regelmäßig, denn ich arbeite mit Verena ja immer wieder zusammen. Zum Beispiel auch für den Hühnerkalender, den ich ja eben schon bei der Vorstellung von der Amanda eingeblendet habe. Gemeinsam mit Verena habe ich für diesen Kalender 12 Futterrezepte ausgearbeitet. Also ihr seht, was meine alten Hühner anbelangt, das ist nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern halt einfach für die Tiere ist es jetzt einfach mal besser, wenn sie dort bleiben, wo sie sind. Hier soll die Amanda dann eben Provaiss Ulkenthaler Küken ausbrüten. Das ist so eine gefährdete Rasse, die mir sehr am Herzen liegt. Und dann sollen außerdem gemeinsam mit der Amanda Sandschakkrähe einziehen. Sandschakkrähe deshalb, weil, ja, bei den Sandschakkrähen habe ich es irgendwie nicht geschafft, die Rasse so bekannt zu machen, wie ich es gerne hätte. Die Blumenhühner waren ja eine richtige Erfolgsstory bei Happy Huhn. 2 Jahre lang waren Traudi und Sieglinde regelmäßig zu sehen und das war für die Blumenhühner wirklich eine klasse Werbung. Es gab Zeiten, da habe ich jede Woche 10 Anfragen bekommen von Leuten, die wissen wollten, hey Robert, wo bekomme ich Bruteier von schwedischen Blumenhühnern her? Ich will auch Blumenhühner und ich glaube, die Rasse ist jetzt wirklich mega bekannt und die wird so schnell auch nicht mehr verschwinden. Aber dasselbe, das will ich jetzt eben auch
für Sandschak, Krea und Provais Ultendaler Hühner schaffen. Und darum denke ich einfach, dass es sinnvoll ist, wenn jemand wie ich, der viel über Hühner berichtet und dessen Hühnerhaltung auch sehr im Fokus steht, dann eher Rassen hält, die sehr selten sind und die Aufmerksamkeit wirklich brauchen können. Manche von euch erinnern sich bestimmt, ich hatte ja schon mal zwei Sandschak-Krea-Hennen und das ist leider in Innsbruck nicht gegangen, weil die einfach zu groß waren für den Stadtgarten. Sandschak-Krea gehören zu den schwersten Hühnerrassen und ja, darum freut es mich besonders, dass ich es jetzt unter besseren Platzverhältnissen nochmal mit Sandschak-Krean probieren kann. Die Rasse hat mir einfach keine Ruhe gelassen, ich finde Sandschak-Krea einfach genial. Hier geht's jetzt noch mit Pflanztipps weiter. Wie ich zu Beginn des Videos schon angekündigt habe, werde ich auch heute wieder Pflanzen hier im neuen Hühnergarten ansiedeln, die auch in meinem neuen Buch Der Happy Hühnergarten drin sein werden. Und ja, als allererstes ist das mal die Haselnuss. Dem Haselstrauch widme ich im Buch eine ganze Seite, weil er für Hühnergärten wirklich genial ist. Haseln werden in ihrer Wildform riesengroße Sträucher, die einen sehr ausladenden Wuchs bilden. Die Hühner finden unter der Hasel allerlei Schatten, können scharren, im Laubstreu finden viel Fressbares. Für den Hühnerhalter ist der Haselstrauch toll, weil die jungen Äste in den ersten Jahren sehr geradlinig wachsen und sich super zum Konstruieren eignen. Ich blende euch da jetzt mal kurz einen anderen Hühnergarten ein, in dem eine Zuchtgruppe von Vorwerkhühnern das Leben im Haselgebüsch genießt. Die Vorwerkhühner haben es, wie ihr also gerade gesehen habt, wirklich schön in ihrem Auslauf. Die Haselsträucher sorgen für Schatten und für eine Wohlfühlatmosphäre. Für meinen Garten wäre die Wildform der Haselnuss viel zu groß, darum habe ich hier eine Sondersorte gepflanzt, die relativ unbekannte Sorte Scooter. Scooter gehört zu den Korkenzieher-Haselnüssen. Deutlich bekannter ist allerdings die normale Korkenzieher-Hasel, die Sorte Contorta, die wächst eher so spiralig. Bei Scooter sind die Äste mehr zickzackförmig wachsend. Scooter wächst auch deutlich langsamer als die Wildform, bildet aber wie diese einen knorrigen, großen, breit ausladenden Strauch. Und ja, das Schöne an Scooter ist, dass man die Äste eigentlich auch zum Dekorieren verwenden kann. Leider gelten die Austriebe von der Haselnuss bei vielen Hühnervogelarten als Delikatesse, zum Beispiel unser heimisches Haselhuhn, aber auch der Auerhahn, die ernähren sich gerade in den Frühlings-, aber auch den Wintermonaten von den Knospenspitzen der Haselnuss. Darum werde ich nicht darum herumkommen, diese Haselnuss künftig mit einem Gitter zu schützen. Gut geeignet sind solche Gitterarten mit quadratischen Öffnungen, besser als solche mit wabenförmigen, weil die einfach formstabiler sind und besser stehen. Das kann ich dann, wenn die Hühner da sind, so schön um meine Haselnuss herum machen. Wenn die dann erstmal ausgetrieben ist bzw. etwas größer, kann ich den Schutz aus Gitter dann wegnehmen. Eine Möglichkeit, wie man im Hühnergarten Blumen und Kräuter anpflanzen kann, ohne dass die Hühner rankommen, sind solche vertikalen Gärten in Form von aufhängbaren Balkonkisteln. Am Spalier des ehemaligen Marillenbaumes habe ich hier eine Mischung aus Frühlingsblumen und Kräutern angepflanzt. Natürlich ist auch meine Lieblingshühnergartenblume, das Hornveilchen, wieder mit von der Partie. Dieses Mal allerdings in einer weißen Sorte. Viele von euch haben ja auch Hornveilchen angepflanzt, seit ich sie in den letzten Episoden gezeigt habe. Das freut mich sehr, dann kommt ihr auch in den Genuss dieser robusten Pflanzen. Und ja, auch die Bellis könnt ihr gerne zu Hause nachpflanzen, die sind absolut nicht giftig für Hühner und außerdem sehr frosttolerant. Im Zuge der letzten Folge von Happy Huhn, als es das zweite Update zu meinem neuen Hühnergarten gab, habe ich den Sandplatz für die Hühner gebaut, den überdachten. Wie ihr seht, habe ich den jetzt auch noch um Dachziegel erweitert. Mit der Dachziegelabdeckung sieht der Sandplatz einfach nochmal schöner aus und vor allem ist das Holz darunter auch gut vor Regen geschützt. Mit der Zeit sollen dann diese Steckhölzer von den Weiden über den Sandplatz noch drüber wachsen und ihn schön begrünen. Die Weidenbauten kamen in der letzten Folge generell total gut bei euch an. Es gab viele Kommentare dazu.
Und ein Kommentar war besonders hilfreich, denn jemand hat mir auf Instagram geschrieben, dass die Weiden den Sandplatz nicht nur vor Regen schützen, weil sie mit der Zeit ein dichtes Blätterdach bilden, sondern ganz generell entziehen Weiden, wenn sie einmal gut angewurzelt sind, dem Boden große Mengen an Wasser. Dadurch bleibt der Boden hier in dem Sandplatzbereich automatisch trockener als in der Umgebung. Die Weiden ziehen mit ihren Wurzeln das Regenwasser immer wieder schnell aus der Erde heraus. Momentan haben die Weiden noch keine Wurzeln, sind ja erst ein paar Tage in der Erde und ich muss hier schon kräftig gießen, damit alles schön feucht bleibt und die Steckhölzer auch wirklich alle etwas werden können. Gesagt, getan, die Weiden werden bestimmt bald kräftige Wurzeln bilden. In den letzten beiden Episoden haben mir viele geschrieben, dass sie nicht verstehen, warum ich mir nicht mehr Sorgen mache wegen dem Fuchs. Er würde doch hier am Waldrand sicherlich auch tagsüber vorbeischauen. Diese Sorge mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht, denn ich muss euch vielleicht einfach mal zeigen, wie dieser Wald wirklich so aussieht aus der Entfernung. Es handelt sich hier um das Relikt eines ehemaligen Eichenwaldes, der an einem Südhang gedeiht und dieser Eichenwald ist aber umgeben von Siedlungsgebiet, also das ist jetzt wirklich kein großer zusammenhängender Wald. Rundherum ist die Landschaft eher von Landwirtschaft geprägt und es besteht daher keine Gefahr, dass der Fuchs hier tagsüber herumstreunt. Also macht euch keine Sorgen um meine künftigen Hühner, das hat schon alles so seine Ordnung, wie ich das plane. Ja, ansonsten bleibt den Hühnern treu, schaut auch mal auf Instagram vorbei, wenn ihr wollt. Happy.huhn heiße ich dort. Und ja, bis zur nächsten Folge wird sicher nicht lange dauern.